Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Don't Starve. Über die Feiertage habe ich da wenig aufgenommen, eigentlich gar nicht. Deswegen wurde es mal wieder Zeit. Einige haben schon gefragt, wann die nächsten Folgen kommen. Aber ja, wie gesagt, es waren ja Feiertage. Und deswegen verzeiht mir, dass da nichts großartig weiter kam. Ich bin auch nur ein Mensch und ja, YouTube ist halt nicht mein Leben, sondern ich hatte auch ein bisschen was Familiäres zu tun, beziehungsweise so ein bisschen die Feiertage genießen. Ich hoffe aber, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr und über die Feiertage, beziehungsweise die letzten 2 Wochen und so weiter, sind eine ganze Menge Updates rausgekommen. Ich habe mich auch so halbwegs ein kleines bisschen, informiert, was so alles passiert ist. Und zwar gibt es jetzt wohl neue Nester für Spinnen, wenn ich das richtig verstehe. Und hier diesen Magic Baum gibt es jetzt. Irgendwie Meat Effigy gibt es, Panflute, Amulett. Also sie haben das hier geändert auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht mehr dieser komische Kreis. Und ich glaube, sie haben die Kampfmusik und sowas geändert. Ansonsten irgendwie ein paar neue Sachen, die ich sowieso noch nicht verstehe. Es gibt Sachen, die ich noch nicht mal ansatzweise irgendwie gefunden habe. Von daher, man kann irgendwie, ich hab Hunger. Man kann irgendwie, Vögel bekommen. Also Vögel, Viecher, Eier oder so. Keine Ahnung. Und sich einen Vogelfreund heranziehen. Habe ich auch noch keinen Schimmer, wie das funktionieren soll. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall ein paar neue Fallen gebrauchen könnten. Alternativ können wir uns noch eine Torch basteln und mal nachts irgendwie so ein bisschen umherstreifen und schauen, dass wir uns ein paar von den Viechern hier, wenn die am Boden schlafen, umbringen. Ich weiß aber nicht genau, ob wir das hinkriegen. Sleep Dart können wir nicht gebrauchen. Wie viel Uhr haben wir es denn? Tag 28, Mensch. Wir haben schon echt lange überlebt. Ich habe schon ein paar Kommentare von euch gehört. Von wegen, so lange habt ihr es noch nicht geschafft. Da es immer ein paar gibt, die da übermütig agieren. Ich fand das bisher noch nicht so schwer, aber wir haben auch noch nicht viel gemacht. Also wir sind ja jetzt auch noch nicht großartig rumgelatscht oder sowas. Das können wir hier auf jeden Fall nochmal anpflanzen. Aber ich hätte ganz gerne, das können wir noch machen, ein bisschen Humus können wir uns noch sammeln. Damit wir uns mal die paar Sachen hinten düngen können. Glücklicherweise haben wir hier hinten ja noch die Beefalos. Ich habe zumindest gelesen in den Patch Notes auf der Seite von Don't Starve, stand irgendwas von wegen Don't make Beefalos angry. Nee, don't make bees angry. Also, eventuell haben sie irgendwas mit den Bienen gemacht. Die waren ja jetzt auch nicht so schwer. Und die Warrior-Spinnen, die Warrior-Spiders, die es wohl gibt, die ich noch nicht kenne, sollen bei höherstufigen Nestern sein und die Königin beschützen. Was auch immer die Königin eingeben kann. Und die soll man nicht kiten können, so wie die anderen Spinnen, wie wir das jetzt schon teilweise gemacht haben. Wir brauchen echt nochmal einen Schutz, ne? Wir sollten uns mal überlegen, ob wir nicht noch ein paar Bäume klöppeln. Damit wir da uns eine neue Rüstung bauen können. Das ist echt, ich fühle mich so nackt ohne Rüstung, muss ich sagen. Wir könnten ja auch mal machen. Ah, hier ist ja überall Wasser, ne? Da sind die ekelhaften Spinnen. Da oben sind noch Spinnennester. Da haben wir ein Zwischencamp gemacht. Wir sollten echt mal irgendwie nach Norden oder so wandern. Oh, praktisch. Noch ein Karöttchen. Oh, es wird dunkel. Haben wir hier noch irgendwo? Nee. Habe ich eigentlich noch eine Axt? Warum habe ich denn keine Axt mehr? Zum Kuckuck. Die Utensilien dafür habe ich aber noch, ja. So, eine Axt brauche ich. Speer können wir wegpacken, denn ich brauche Brennholz.
Nicht, dass es hier gleich dunkel wird und wir sterben. Wäre ja irgendwie ein bisschen uncool. Was packe ich denn dafür weg? Hier den Vogel. Ich schaue einfach mal kurz um. Pflanzen wir das hier an. Ah, es wird ziemlich dunkel. So. Pflanzen wir hier an. Und dann rupfen wir noch den weg. Ah! Es wird zu dunkel. So. Perfekt. Jetzt könnten wir rein theoretisch mal schauen, dass wir hier links und rechts mal gucken, ob wir hier irgendwo ein paar schlafende Kanickel finden. Glaub's aber nicht. So, das kann ich mal mitnehmen. Nee. Gibt keine schlafenden Viecher hier. Schade, schade. Ich pack mal das Feuer weg. Nehmen wir uns das hier wieder. Wir könnten eine neue Kiste gebrauchen. Irgendwie kann ich die doch... Muss ich die gar nicht fertilisen? Wachsen die so? Aber die hier muss ich fertilisen. Damit sie wieder wachsen. Die Grasteile hier. Na komm schon. So, zack, 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 zack. Die hier muss ich nicht düngen. Ich dachte, die müsste ich auch düngen. Na gut, so kann man sich täuschen. Ach Gott. Ja, ja, du bist müde. Schon klar, schon klar. So, Gemüse packen wir mal da rein. Das packen wir mal auch da rein. Das hier kann ich eigentlich, den kann ich hier runterpacken. So. So. Warum hat er nicht gegessen? Merkwürdig. Die Stings Pigskin Meat. Können wir Meat kochen? So, Cooked Meat. Das haben wir dann auch. Das können wir anbauen. Passt. Hier haben wir auch noch Seeds. Die Stöcker packe ich hoch. Das packe ich hoch. Du nervst mich gerade. So. Ach je, das ist echt. So. Nehmen wir das. Das packe ich wieder darauf. Den nehmen wir auch mit. Mit den Hühnchen kann man auch nicht großartig was machen, glaube ich. So. Was pustet denn hier gerade schon wieder so? Nichts weiter. Gras. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein paar Fallen nachbauen. Ja, dass man so viel Gras braucht, das ist echt ein bisschen nervig. 6 Grasbäume für eine Falle. Und im Endeffekt ist man dann einen Tag lang am Gras pflücken, bevor man irgendwas dazu, dass man mal anständig was bauen kann. Das ist alles so ein bisschen unzureichend. Gefällt mir nicht so gut. Das mit dem Gras. Das hätte man ein bisschen besser lösen können. Finde ich zumindest. Ups. Nein, 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 nein. Die Falle kann ich hier irgendwo hinpacken. Ja doch. Das kann ich nehmen. So. Oh, da ist schon was drin. So, die Feder lasse ich da liegen. Dann haben wir schon mal 4 neue Morsels. Fleisch, Kadaver. So. Neues Essen. Passt. Was brauchen wir für eine Falle? Stöcker brauchen wir noch. Habe ich eigentlich überhaupt noch Gras drin?
Ne. Überhaupt nichts mehr. Anstrengend. Es wird da richtig Arbeit hier. So. Ich glaube echt, nach dem Leben... Ups. So potenziell ich das Spiel eigentlich finde. Also ich finde, das hat wirklich ein ganz nettes Konzept. So nervig finde ich so manche Sachen. Also die stören mich einfach noch etwas. Unter anderem halt dieses Gras farmen ohne Ende. Und ich glaube, man könnte noch viel mehr erleben, aber man wird einfach nicht... Also man kommt einfach teilweise nicht dazu, weil die Tage so kurz sind. Du kommst halt auch nicht weit weg irgendwie. Um dementsprechend dagegen was zu machen. Dass man irgendwie großartig was entdecken kann. Das ist ein bisschen schade. Finde ich. Ich meine, ich habe jetzt gleich 12... Was habe ich? 12 Gras, wenn ich jetzt noch ein bisschen was finde. Auch wenn ich mir jetzt schon mittlerweile da was aufgestellt habe. Ich musste das ja jetzt auch noch düngen. Für 2 Fallen. So. Das bedeutet, man müsste sich so einen großen Vorrat hier anschaffen. An Büschen hier. Also an Graspflanzen. Damit man nicht mehr rumrennen muss, um sich Gras zu sammeln. Sondern einfach da das durchgeht. Um sich dann was zu bauen. Mit den Zeppling, mit den Stöckern passt das ja schon ganz gut. Aber der Tag ist jetzt auch gleich schon wieder um. Ja? So ist das dann. Schon ein bisschen blöd, finde ich. So. So, 2 neue Fallen hatten wir jetzt und dann war es das auch schon wieder für heute. Für den Tag. Hier haben wir nochmal ein Vieh. Zack. Ich frage mich, wie schnell die nachwachsen. Also wenn die wenigstens halbwegs schnell nachwachsen würden, dann wäre das ja jetzt nicht so das Überdrama. Aber irgendwie glaube ich da nicht dran. So, es wird schon dunkel. Hier ist die. Gott, die werden ja groß hier. Die hacken wir nochmal schnell klein. So. Ein paar Pinecones noch. Da mache ich eine hin. Und dort. Ups. Da sind wir schon groß geworden. Die wachsen aber schnell heutzutage, die Bäume. Komm her. Zack. So und so. Und den hier nehmen wir noch. Ach, dann ist gleich schon wieder meine Axt kaputt. Wir sollten uns mal nach einer Goldaxt... nach einer Goldaxt, wie sagt man? Ja, wir sollten uns da... Oh, fuck! Junge. Das war jetzt aber knapp. Das hätte ja schief gehen können. So. Die ist aus. Man müsste sich Torches an einem Fire Pit irgendwie machen können. Was haben wir denn da drin? Gar nichts gerade. Das können wir mal benutzen, um wieder ein bisschen was zu sammeln. Also, was brauchen wir hierfür? 2 Seile. Hier habe ich ein Seil. Und um ein Seil zu machen, brauchen wir natürlich... Was brauchen wir eigentlich für eine Kiste nochmal? 3 Planken. 4, 8, 12. Die können wir machen. Die schaffen wir noch. Dann kann ich die Kiste bauen. Haben wir unsere dritte Chest. Perfekt. Spinnenseide kommt da nämlich rein. Zack. Federn, Stacheln. Wir sollten hier echt mal eine Ordnung reinbringen. Ist ja schlimm so. So. Perfekt. Hatte ich nicht irgendwo noch Monsterfleisch? Habe ich das alles schon weggekocht?
Hier habe ich noch normales Cooked Meat. Nee, habe ich nichts weiter. Kann ich das kochen? Ein paar Körner? Perfekt. Yay, wir können Körner kochen. So, Steine habe ich gar nicht mehr, wa? Nee, habe ich nicht mehr. Schade. Yay, ein neuer Tag. So, wir rennen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen nach Norden. In der Hoffnung, dass wir nicht drauf gehen, aber ein bisschen Sachen sammeln. Das nehmen wir mit. Und vielleicht mal ein etwas neues Gebiet erkunden. So, und ich nehme jetzt auf jeden Fall hiervon ein paar mit. So, perfekt. Können wir alles schön in unseren Rucksack packen. So, das nehmen wir mit. Zack. 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 Wo sind wir jetzt? Noch weiter nach Norden. Haben wir noch Zeit. Tag 30, by the way. Die Tage, die man überlebt hat, die kriegt man als EP gut geschrieben, richtig? War doch so. Ich weiß doch noch nicht mal, was die anderen machen. Das ist ja im Endeffekt mein zweites Spiel oder so. Meine zweite Welt. Oh, schade. Jetzt ist unser... Oh, hier ist nur mehr. Fuck. Nur mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind hier von Wasser umzingelt. Okay, dann gehe ich mal nach Westen. Noch weiter nach Westen und schau mal, ob ich da an den Spinnendingern irgendwie vorbeikomme. Jetzt sind ja sowieso keine Spinnen wach. Also sollte ja eigentlich funktionieren. Das geht hier runter, ne? Boah, Sirius. Ist hier nicht mehr Land? Haben wir schon alles erkundet? Das wäre ja äußerst langweilig.